Hallo und willkommen zu unserem nächsten Sonntagsvideo, Teil 2, Diabetes. Letzten Sonntag haben wir ja gesprochen über den Diabetes Typ 1, den juvenilen Diabetes, was da dahinter steckt und wie die Zusammenhänge sind. Heute schauen wir uns den Diabetes Typ 2 an. Wie gesagt, auch gerne genannt den senilen Diabetes oder Altersdiabetes, das ist das, was man heute aber nicht mehr so gerne benutzt. Okay. Gucken wir uns nochmal an, was beim Diabetes Typ 2 passiert. Beim Diabetes Typ 2 handelt es sich nicht um eine Autoimmunerkrankung wie beim Diabetes Typ 1. Beim Diabetes Typ 2 ist es faktisch einfach so, dass der Patient selber schuld ist. Das heißt, der Patient selbst ist der Verursacher seines Diabetes Typ 2. Und das macht das Ganze so kritisch. Was passiert hier nämlich? Folgendes. Bedingt durch unsere Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, durch wer da auch immer schuld ist, das ist mir auch relativ egal, es ist ja jeder seines eigenen Glückes Schmied, ist es aber so, dass unsere Nahrungsmittel heutzutage sehr viel Zucker enthalten. Ob das Weißbrot ist, ob das Kuchen ist, ob das Süßigkeiten sind, die wir zu uns nehmen. Das heißt, der Zuckerinhalt von Nahrungsmitteln ist heutzutage sehr hoch. Auch gesüßte Getränke zählen dann natürlich dazu, ob das Cola ist oder Fanta oder Red Bull oder sonst irgendwas. Total egal. Tee, der gezuckert wird, Kaffee, der gezuckert wird, überall ist Zucker drin. Wir essen Zucker natürlich auch sehr gerne, es schmeckt lecker, es tut gut, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Schokolade macht glücklich, ja, aber auch da haben wir wieder unseren Zucker natürlich drin. So, das große Problem ist nun bei diesen Patienten oder bei diesen Menschen, die einen Diabetes Typ 2 erleiden, dass sie halt sehr viel Zucker zu sich nehmen. Ob nun bewusst oder unbewusst, das ist ein anderes Thema, aber trotzdem ist ja auch jeder seines eigenen Glückes Schmied und ich denke, wir wissen alle, wenn ich eine Tüte Gummibärchen esse, dass ich dann mit Sicherheit ein bisschen Zucker zu mir genommen habe. Und da kann nun Haribo nicht so viel dafür, denn es ist relativ klar, dass wenn ich Gummibärchen esse, da ist Zucker dran. Oder Trolli oder wie die auch immer heißen, ich will ja keine Schleichwerbung machen. Was passiert jetzt bei diesen Menschen? Wir haben ja gesagt, das Insulin ist der Türklopfer für den Zucker in die Zelle hinein. Kein Insulin, kein Türklopfer, keine Zelle, die aufmacht und den Zucker hereinschleust. Bei den Diabetikern Typ 2 passiert nun Folgendes. Durch den hohen Zuckerkonsum und die ganze Zeit diesen Zucker, das heißt also früh wird süß gefrühstückt, der Kaffee wird gesüßt, dann gibt es bis zur Mittagspause hin, ist ja immer recht lang, da muss man dann schon mal so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 Kekschen essen, ne? Die Packung schon mal offen ist, sehr schade, wenn da zwei übrig bleiben. Dazu trinkt man vielleicht noch ein Glas Cola oder nochmal 2, 3 Tassen Kaffee mit schön viel Zucker, weil süßer Kaffee schmeckt halt nun mal einfach besser. Mittags gibt es da nichts Herzhaftes, weil das muss auch gar nicht so sein. Ich bin ja eher so der süße Typ. Da esse ich dann zum Beispiel eine Dampfnudel mit Vanillesoße oder einen warmen Apfelstrudel mit Vanilleeis oder sonstige Sachen. Es gibt ja auch genügend süße Hauptgerichte für mittags. Pfannkuchen mit Apfelmus oder. Zum Nachmittag hin wird es dann wieder lang, aber da gibt es ja nochmal Kaffee und Kuchen. Das ist ja perfekt. Also gibt es da nochmal ein süßes Stückchen. Und abends, naja, abends, da esse ich dann mal so ein bisschen Brotzeit, weil den ganzen Tag süß, das ist auch nicht das Richtige. Aber so, wenn ich dann vorm Fernseher sitze noch zum Chillen, bevor ich ins Bett gehe, da kann schon mal so eine Tafel Schokolade dran glauben oder so eine Tüte Gummibärchen ihr Leben verlieren. So, das heißt also, ich habe jetzt den ganzen Tag kontinuierlich Zucker zu mir genommen. Dieser Zucker kommt natürlich zu mir ins Blut, der Blutzuckerspiegel steigt, das Insulin wird ausgeschüttet und der Zucker kommt jetzt in die Zellen. Da der Zucker natürlich viel zu viel ist und die Zellen den ganzen Zucker natürlich auch nicht verbrauchen und brauchen können, wird er verstoffwechselt in der Leber und wird als Fett angespeichert. Das heißt also, auch durch Zucker werde ich natürlich irgendwann fett, wenn ich zu viel Zucker zu mir nehme. Aber was passiert jetzt den ganzen Tag über mit meinen Zellen? Das heißt, ich habe eine sehr hohe Ausschüttung an Insulin, weil ja die ganze Zeit im Prinzip Zucker in meinem Blut vorhanden ist. Und die ganze Zeit klopft jemand bei meinen Zellen an und sagt, hey, wie sieht es denn aus? Wir hätten wieder Zucker. Braucht ihr einen? Und die Zelle sagt, nein, brauche ich nicht. Ja, alles gut, wir haben genügend da. Hier, schieb ab, bring das zur Leber, lass da Fett draus bauen. Aber dadurch, dass ich die ganze Zeit nämlich Zucker zu mir nehme, klopft jetzt die ganze Zeit dieses Insulin an. Und jetzt kommen zwei Phänomene zum Tragen. Phänomen Nummer eins, die Bauchspeicheldrüse ist nicht dafür gemacht, den ganzen Tag Insulin zu produzieren. Das heißt, die Fabrik, Insulin produzierende Fabrik, Bauchspeicheldrüse, B-Zellen, kommt irgendwann an ihre Kapazitätsgrenze. Das heißt, irgendwann reicht die Menge Insulin nicht mehr aus, um diesen ganzen Zucker irgendwo hinzuschleusen.
Phänomen 2, das passiert, und das passiert alles so ein bisschen zeitgleich überschneidend, ist, dass die Rezeptoren an den Zellen, die auf das Insulin ansprechen, auch abstumpfen. Das muss man sich jetzt wirklich so vorstellen, finde ich immer ein gutes Beispiel, wie diesen Postboten. Na, zu Weihnachten gibt es viel zu wenig Postboten, weil wir entsprechend viele Päckchen bestellen. Die haben das Auto knallevoll, die kommen mit der Arbeit gar nicht mehr hinterher. Und jetzt müsst ihr euch nur vorstellen, jetzt klingelt er jedes Mal bei euch. Jeden Tag klingelt dieser Postbote 10, 15, 20 Mal an eurer Haustür. Irgendwann sagt ihr, meine Fresse, leck mich doch am Arsch, ich habe da keinen Bock mehr, ich gehe da nicht mehr hin. Und genau das passiert auch mit den Rezeptoren. Das heißt, durch diese ständige Insulin-Triggerung stumpft dieser Rezeptor ab. Das heißt aber jetzt im Gegenzug, damit die Zelle überhaupt nochmal aufmacht, um diesen Zucker einzuschleusen, muss jetzt sehr viel Insulin produziert werden. Und so schaukelt sich dieses System jetzt immer weiter hoch. Das heißt, viel Zucker wird genommen, viel Insulin brauche ich, um den überhaupt einzuschleusen. Jetzt klopft ständig dieser Zucker an der Zelle an, die Zelle stumpft immer mehr ab und somit muss ich noch mehr Insulin produzieren, damit die Zelle überhaupt noch aufmacht. Und dieses Spielchen pendelt sich jetzt gegenseitig immer weiter hoch und immer weiter hoch und immer weiter hoch. Und jetzt muss man halt gucken, was für ein System als erstes zum Erliegen kommt. Und das ist meistens halt die Produktion der Insulin, die Insulinproduktion, die zum Erliegen kommt, weil einfach die Bauchspeicheldrüse nicht mehr kann. Diese Patienten fallen in der Regel nicht ins ketoazidotische Koma, weil ihre Insulinproduktion ist ja nach wie vor da. Das heißt, die Zellen kriegen den Zucker ja immer noch ab, aber halt nicht mehr in der Form, in der Masse, so wie es relevant wäre. Das heißt, auch so ein Patient, und das ist immer so ein bisschen ein Phänomen, was man vielleicht manchmal mitkriegt und dann so ein bisschen belächelt, kriegt irgendwann so dieses, boah, ich bin voll im Unterzucker. Dann werden die auch so nervös und kaltschweißig und dann geht es denen nicht so gut. Und dann müssen die, ich muss jetzt unbedingt was Süßes essen, ich bin voll im Unterzucker. Dann denkt sich, Mensch, du bist so voluminös, du hast so viel Gewicht, wie kannst du denn in den Unterzucker kommen? Das geht ja gar nicht. Naja doch, weil eben dieses Insulin an den Trigger nicht mehr so anspricht, die Zelle macht nicht auf, es reicht halt eben nicht. Das heißt, der Postbote muss jetzt mit dem Vorschlaghammer anklopfen, damit er überhaupt noch die Tür aufmacht. Dafür reicht es halt in dem Moment nicht. Und bis dieser Fettabbau stattfindet, was beim Diabetiker Typ 1 passiert, das dauert einfach. Das ist keine Sache, die so schnell funktioniert. Das dauert relativ lange. Und deswegen kommt auch dieser Patient dann so dieses Gefühl, er hat einen Unterzucker. Gut, das ist das Phänomen, das hier passiert. Dadurch, dass der Körper hier auch eine gewisse Gewöhnung hat, kriegen die Blutzuckerpegel von 600, 700 Milligramm pro Deziliter ohne Probleme zusammen, weil diese ganzen Strukturen sich einfach daran gewöhnen. Die Polyurie, die Polydipsie kriegt der Patient genauso, denn die Niere hat eben trotzdem diesen Level von 160 bis 180 Milligramm pro Deziliter Blutzucker und dann wird auch hier der Zucker nierengängig, das heißt also auch dieser Patient pinkelt den Zucker raus, braucht dann entsprechend viel Flüssigkeit, kriegt dann auch eben Polyurie und Polydipsie, aber das wird oftmals dann auch kompensiert, weil das eben ja nicht wehtut, das fällt ja nicht so auf, musste halt oft zum Pinkeln gehen und musste halt entsprechend viel trinken, aber viel trinken ist ja auch gesund. Das sind dann oft so Argumentationen, die hier zusammenkommen, warum jetzt so ein Patient da nicht drauf aufmerksam wird. Wie werden jetzt bei den Patienten die ersten Symptome auftreten, die ihn dann dazu bewegen, dass man mal sagt, Mensch, jetzt muss ich mal zum Arzt gehen, was stimmt hier nicht? Und zwar wird hier jetzt Folgendes passieren, entweder es kommt dazu, dass sich Thromben bilden, ganz massiv Thromben bilden und er eben eine Embolie kriegt, also einen Schlaganfall, Herzinfarkt, Lungenembolie, sonstige Geschichten, bedingt durch diese Thrombenbildung. Und es sterben die Nerven ab. Das heißt also Mikroangiopathien, wie man so schön sagt. Das heißt, die kleinsten Kapillare verstopfen. Das führt dann zu Erblindung zum Beispiel oder eben zum Absterben von Nerven. Und die Patienten spüren in der Regel sehr früh und sehr schnell ihre Füße nicht mehr. Und jetzt kommt es zu Infektionen, die nicht mehr abheilen. Das heißt also, bei der Fußpflege, Nagelschneiden, was weiß ich, keine Ahnung, Hornhautentfernung und. Zippt er sich jetzt in den kleinen Zeh oder in den großen Zeh, schneidet sich hier ins Nagelbett. Dadurch, dass er aber die Nerven zerstört hat durch diese hohen Zuckerpegel, spürt er das nicht mehr. Und jetzt entzündet sich das. Und dann wird er irgendwann schwarz und auch die Entzündung spürt er nicht mehr. Und jetzt geht er irgendwann zum Arzt und sagt, boah, Mensch, was ist denn da los? Das gibt's ja gar nicht. Der Fuß, der ist ja schwarz, um Gottes Willen. Oder die Entzündung, das geht gar nicht weg. Je nachdem, was ihn halt am meisten stört. Und jetzt muss man aufmerksam sein, spüren Sie Ihre Füße überhaupt noch? Und dann gibt es da eben den Test. Macht man sehr gerne mit einem Elefantenhaar, wie man so schön sagt. Das ist so eine Art Borste, mit der man dann an den Zehen sticht
Und zwar bis diese Borste umknickt. Muss ich vorstellen, wie von so einem Besen, von so einem Straßenbesen so eine Borste. Und diesen Pieks, das sollte er spüren. Es gibt auch so in den Reflexhammern hinten so einen Pinsel, den man rausmachen kann. Mit dem kann man auch drüber streichen. Da sollte der Patient das natürlich noch spüren. Spürt er das nicht mehr, uiuiuiui, dann sind wir hier schon hoch am Limit. Das heißt, jetzt werden Blutzuckerspiegel gemessen, es wird Blutzucker gemessen und dann sind eben Werte von 600 bis 700 überhaupt kein Thema. Das können die locker erreichen und dann hat der Patient einen Diabetes Typ 2. Jetzt kommt es eben darauf an, wie frühzeitig sowas diagnostiziert wird. In der Frühphase kann man sowas in der Regel noch medikamentös behandeln. Das heißt, der Patient bekommt jetzt Medikamente, die dafür sorgen, dass seine Insulinrezeptoren einfach wieder ein bisschen, wie sagt man, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Muss auch mal passieren. Empfindlicher. Dass diese Insulinrezeptoren einfach wieder ein bisschen empfindlicher werden. Das heißt, die Bauchspeicheldrüsenproduktion kann ein bisschen runterfahren. Die kann sich ein bisschen erholen. Natürlich kriegt der Patient auch die Anweisung, seinen Zuckerkonsum zu reduzieren, damit eben diese Bauchspeicheldrüse sich wieder erholen kann und auch die Rezeptoren einfach wieder ein bisschen feiner werden, weil halt nicht ständig einer mit dem Vorschlaghammer an die Tür klopft, sondern dass halt alles sich reduziert. Wo ist jetzt aber das große Problem an der Geschichte? Die meisten Patienten interessiert es dann nämlich nicht mehr. Denn wenn ich mein Tablettchen nehme, ist ja wieder alles feini und dann geht es mir ja wieder wunderbar. Und somit muss ich ja gar nicht mehr so richtig aufpassen. Und Diabetes tut halt nicht weh. Das ist halt das Problem an der Geschichte. Sollten die Patienten aber sich dann doch am Riemen reißen, ihren Zuckerkonsum reduzieren, brav ihre Tablettchen nehmen und dann vielleicht auch noch sich mehr bewegen und eine Gewichtsreduktion anstreben, weil meistens sind die halt auch sehr übergewichtig, kann es und kommt es in sehr vielen Fällen dann dazu, dass der Diabetes sich komplett reversibel wieder beruhigt. Das heißt also, die Bauchspeicheldrüse erholt sich wieder, die Insulinrezeptoren erholen sich wieder und alles funktioniert wieder so, wie sich das gehört. Und das ist der große Knackpunkt an der Geschichte. Das heißt, der Diabetiker Typ 1, er kann gar nichts dafür, dass er den Diabetes 1 kriegt. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Und wenn er sie hat, dann hat er sie sein Leben lang und wird sein Leben lang insulinpflichtig sein. Das ist ein Riesenmist. Der Diabetiker Typ 2, der hat sich den selber angefressen. Er könnte selber auch dafür sorgen, dass das alles wieder gut wird, indem er sich einfach am Riemen reißt. In der Regel tun die das aber nicht. Und dann wird es so weit kommen, irgendwann, dass dann alles zum Erliegen kommt. Und dann wird auch der Diabetiker 2 im schlimmsten Falle irgendwann insulinpflichtig werden. Und das ist das große Problem an der Geschichte. Nur der hat es wirklich selber zu verantworten. Das ist also so der große Unterschied zwischen dem Diabetiker Typ 1 und dem Diabetiker Typ 2. Das Problem, das grundsätzlich dabei besteht, ist, das Problem hat auch der Diabetiker Typ 1. Das heißt also, welche Komplikationen können jetzt aus dieser ganzen Geschichte entstehen? Das ist das, was wir auch schon mal besprochen haben, könnt ihr auch wieder in den alten Videos nochmal nachgucken. Und zwar hat das was mit der Blutgerinnung zu tun. Deswegen haben wir beim Diabetiker Typ 2 auch die große Gefahr der Embolien durch diese Trombenbildung. Das heißt, der Zucker schädigt nun die äußere Hülle des Erythrozyten, die wird beschädigt. Das heißt also, dieser Zucker ist gefäß- und erythrozytenschädigend. Auch die Gefäßwand wird beschädigt. Und wie wir ja gelernt haben, wird die Blutgerinnung ausgelöst durch den Kontakt des Thrombozyten mit einer negativ geladenen Ionenstruktur. Und wenn jetzt eben diese Schutzschicht des Gefäßes oder des Erythrozyten beschädigt ist, und der Thrombozyt kriegt damit Kontakt, verklumpt er und es kommt eben massiv zur Thrombenbildung. Dieser Wert, den kann man messen und der heißt HbA1c, auch genannt Langzeitblutzucker. Der wird angegeben in Prozent und der Grenzwert sind hier 6%. Das heißt also, dieser HbA1c sollte Möglichkeit weit unter 6% liegen. 6% ist hier die Grenze, ab wann man davon spricht, dass es wirklich kritisch wird. Was bedeutet das? Das bedeutet im Endeffekt, dass in meinem Blutbild, wenn man jetzt sagen, ich hätte jetzt ein HbA1c von 4%, würde das bedeuten, 4% meiner Erythrozyten sind an ihrer Oberfläche so beschädigt, dass sie eben Thromben auslösen könnten, und zwar beschädigt durch Zucker. Da auch bei einem normalen Menschen der Blutzucker mal hochgeht, wenn ich jetzt eben auch mal was Süßes esse, keine Ahnung, Gummibärchen esse, Schokolade, sonst irgendwas, habe ich auch so Zuckerspitzen in meinem Blutzuckerspiegel. Deswegen ist es nichts Ungewöhnliches, dass auch bei mir 3-4% der Erythrozyten von hohen Zuckerpegeln geschädigt sind. Aber das ist ein Wert, den kann mein Körper ab. Die Thromben, die daraus entstehen, würden keine schwerwiegenden Komplikationen hervorrufen. Bei Diabetikern ist es aber so, dass, also Typ 2,
wird das sehr hoch kontrolliert, beim 1er aber auch, dass diese HbA1c-Werte über 6% steigen. Und jetzt muss man sich eben vorstellen, jetzt ist die Thrombenbildungsgefahr so groß, dass es halt eben Schlaganfall, Herzinfarkt, Mikroembolien, Mikroangiopathien, dass das die Folgen daraus sind. Und deswegen muss man hier gucken, dass der HbA1c unter den 6% bleibt. Warum wird der Wert Langzeitblutzucker genannt? Weil er ja an den Erythrozyten gemessen wird. Und wir wissen ja, so ein Erythrozyt hat eine Lebensdauer von ca. 120 Tagen. Das bedeutet also, ich kann jetzt bis zu 120 Tagen in die Vergangenheit gucken. Und so wird das auch getan. Das heißt also, beim Schulmediziner wird dieser HbA1c gemessen. Und ich sage jetzt mal, der heißt bei 8, 9, 10%, was schon krasse Werte sind. Dann entsprechend kann ich davon ausgehen, dass mein Patient bei seinen Insulingeschichten oder bei seiner Zuckerproblematik sich da nicht sehr an meine Anweisungen gehalten hat oder an die Anweisungen des Arztes gehalten hat. Und jetzt frage ich ihn eben und sage, Mensch, wie haben Sie es denn gehabt so die letzten paar Wochen? Und dann wird er mir in vielen Fällen eben sagen, ja super, ich habe da gut aufgepasst und alles war feini. Ich weiß aber, dass die Laborwerte was ganz anderes sagen. Und dann werde ich ihn fragen und sage, Herr Meier, Frau Huber, gucken Sie mal, Ihr HbA1c, der sagt mir aber, dass Sie in den letzten paar Wochen schon mal ganz schön über die Stränge geschlagen haben. Denn sonst wären ja nicht so viele Erythrozyten durch hohe Zuckerwerte beschädigt. Dann wäre der Wert HbA1c ja weit unter 6% und nicht bei über 6%. Und meistens rücken Sie dann mit der Wahrheit raus, da gab es dann, was weiß ich, einen Kindergeburtstag oder sonst irgendwas. Und dann kann auch nicht die ganze Zeit auf Zucker verzichten und kriegt man 1000 Ausreden. Die Frage ist halt nur, die man sich hier stellen muss, wer schadet sich hier, wer schadet wem? Der Patient schadet sich selber und die Gefahr, die daraus entsteht, ist halt eben genau diese Erkrankungen, die wir eben überhaupt nicht haben wollen. Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter und so fort. Und stimmt, auch Erblindung, alles das gehört eben dazu. Hier ist eben wirklich der Patient gefragt, der sollte zur Diabetes-Schulung gehen, er sollte sich wirklich an die Vorgaben halten und sollte einfach ein gesünderes Leben anstreben, indem er sich einfach mehr bewegt und mehr auf Zucker verzichtet. Also, ich hoffe, jetzt kam ganz klar raus, wo hier die Unterscheidung ist zwischen Diabetes 1 und Diabetes 2. Eins noch zum Schluss, das was ich ja beim letzten Sonntag schon angesprochen habe, warum möchte man jetzt beim Diabetes Typ 2 nicht mehr diese Bezeichnung seniler, also Altersdiabetes nutzen, weil es heutzutage leider wirklich Fakt ist, dass viele Kinder, auch schon vorpubertäre Kinder, an Diabetes Typ 2 erkranken. Das heißt also, dass unsere Kinder heutzutage in vielen Bereichen schon als Kinder, also mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, so viel Zucker konsumieren, dass sie in dem Alter schon einen Diabetes Typ 2 entwickeln. Und man hier eben nicht mehr von einem senilen Diabetes sprechen kann. Deswegen ist diese Bezeichnung juveniler und seniler Diabetes nicht mehr so geläufig oder man nutzt es einfach nicht mehr so oft, weil hier diese Zuordnung so nicht mehr klar abzugrenzen ist. Das ist der Grund dafür. Ich denke, es ist jetzt auch rausgekommen und verstanden worden, warum das Ganze so ist. Okay, das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, schönes Restwochenende, coole Woche und wir sehen uns in einer Woche wieder am Sonntag. Ciao! Nochmal für Videos, das ist Ass.